1,7 Millionen macht Sie so viel Geld nicht nervös? Ich habe schon größere Zwerge gesehen. Na, ich weiß nicht. Als Zielscheibe durch die Stadt laufen? In jeder Hand so ein Sack? Mein Job wäre das nicht. Na, ganz so schlimm ist es ja nur auch wieder nicht. Gott sei Dank. Ich mach ihn auf. Wiedersehen. 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 1,7 Millionen. Ein klasse Sommerschluss. Der beste, den wir je hatten. Wenn wir hiermit fertig sind, kannst du einen Gap hauen. Die letzte Fahrt mache ich mit Walter alleine. Sicher? Ich regle das schon mit dem Alten. Kannst du eine kleine anrufen? Oh, danke. Vergiss es. Frag mich nur, wie deine Frau das alles aushält. Na, ist ja deine Sache. Eben. Noch nicht die. Ach, Quatsch, schmeiß hier. So ist gut. Und jetzt ganz schön langsam zurück. Weg ist er. Ab. Was hat er gemacht? Warum? Warum habt ihr umgebracht? Das ist weg hier. Das soll ich machen. Uwe. Gottes Willen, was ist passiert? Holen Sie einen Arzt. Dann gehen Sie schon, beeilen Sie sich! Über 1,5 Millionen. Genau 1.700.000. Das ist eine Menge Geld. Ist das nicht ungewöhnlich? Ja, ist es. Es war ein Fehler. Wir wollten schon gestern die Moneta anrufen, aber Herr Westphal hat sich auf mich verlassen und ich mich auf ihn. Wer ist der Westphal? Unser Hauptkassierer. Aha. Wer wusste noch, dass so viel Geld transportiert werden würde? Na, ich, Frau Köck, meine Sekretärin, Herr Westphal. Unsere Disponentin, die Kollegen aus dem Wagen, ich wusste es natürlich auch. Von wem? Von mir. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze. Mein Name ist Stark. Ich bin Chef der Firma Moneta. Ja und, was kann ich für Sie tun? Ich will wissen, was passiert ist. Schließlich habe ich einen Mann verloren. Ja, das kann Ihnen Herr Lindner später erzählen. Pepe, jetzt machen wir erstmal das Protokoll. Okay, nehmen Sie sich mal den Stuhl bitte mit. Ach, sagen Sie mal, bei so viel Geld, gibt es da bei Ihnen nicht besondere Sicherheitsmaßnahmen? Gibt es. Ich habe die erfahrensten Leute eingeteilt. Und noch einen Mann zusätzlich. Also was ich nicht verstehe, Lindner, wieso über die Treppe? Der Personalaufzug war kaputt. Ja, wir haben ihn untersucht, da hat jemand nachgeholfen. Haben Sie Telefon? Das heißt, es war geplant. Also keine Amateure. Lindner, wo haben Sie die Leute postiert? Nicht jetzt. Lassen Sie doch erstmal das Protokoll machen. Ja, bitte? Ich bin's, Sigrid Köck. Moment. Sind Sie fertig? Die Herren warten auf Sie. Ja, ja, ich bin gleich soweit. Sind Sie allein? Nein, hier sind noch zwei Herren von der Kripo. Leider haben die Kerle den falschen Sack liegen lassen. Bleibt dran, die Ringfahndung steht. Ein paar davon sind hängen geblieben. Einsacken und ins Präsidium. Also alle ins Präsidium, ich komme auch. Und welcher Sack ist es? Leider nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Sagen Sie schon welcher. Es waren 4 Säcke. 2 Säcke zu je 540.000 Mark, ein Sack zu 340.000 Mark und einmal 280.000. Du lieber Himmel, und der hier, wie viel ist hier drin? 340.000. So ein Mist. Warum nicht der mit 540.000? Das hätte ja auch der mit 280.000 sein können.
Was hast du gemacht? Weißt du, was du angerichtet hast? Weißt du das? Ich hoffe, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Jeder Bulle ist hinter uns. Jeder. Was du gemacht hast, das ist Mord. Verstehst du? Das ist Mord. Ist das Mord? Was habe ich nicht gewollt? Das habe ich nicht gewollt. Nicht schießen, habe ich gesagt. Was auch kommt, nicht schießen. Was machst du? Ich wollte das nicht. Aber der hat doch versucht, seine Pistole zu ziehen. Gar nichts. Der ist gestolpert. Du knallst ihn einfach ab, Mann. Aus. Aus. Er ist tot. Was mache ich jetzt, Jan? Was mache ich jetzt? Du machst gar nichts. Komm, steh auf. Mann, reiß dich zusammen. Komm. Komm, steh auf, komm. Was ist passiert? Also, komm, vergiss es. Wie denn? Ich sehe ihn immer noch die Treppe runterfallen. Richtig, stecken wir ganz schön in der Scheiße, doch. Noch so eine Panne und du bist erledigt. Das lässt er nicht zu, du. Ja, du, ruf ihn an, sag ihm, dass ich ihn nicht anders konnte. Es war Notwehr. Mann, das interessiert nicht. Die Frage ist, können wir uns auf dich verlassen? Können wir uns auf dich verlassen, Richard? Ja, natürlich könnt ihr das. Mann, Alter, du warst doch beim Bund nicht so. Denk dran, 14 Jahre. Du hast doch vor gar nichts Frost gehabt. Da habe ich auch keine Geldboten überfallen. Und war kein Verbrecher. Du, es hat dich keiner dazu gezwungen. Du hast mitgemacht, also stehst durch. Das Geld ist gut versteckt. Wir erwischen uns nie. Wenn du keinen Fehler machst. Mach ich nicht. Du, wie kommst du denn darauf? Das mach ich nicht. Das war jetzt nur der Schreck, verstehst du? Ich bin wieder in Ordnung. Und deine Frau? Was ist mit deiner Frau? Ihre Kur ist verlängert. 2 Wochen. Sie will, dass ich morgen zu ihr komme. Sag ihr ab. Dann kommt sie her. Das ist das Letzte, was ich will. Dafür habe ich jetzt nicht die Nerven. Und wer garantiert mir, dass du bei ihr den Mund hältst? Wie kommst du denn darauf? Ich liefere mich doch nicht selbst ans Messer. Die würde sonst was machen, wenn sie das wüsste. Kein Wort, sage ich dir. Hoffentlich, du. Hoffentlich, wenn du schlau bist. Sieh nach, ob der Flur frei ist. Bauken Mist. Du wirst das schöne Geld doch noch ausgeben können, oder? Tja, Ihre Beschreibung ist etwas dünn. Ich habe sie ja nur mit den Masken gesehen. Ja, Sie haben doch die Stimmen gehört. Die eine, ja. Würden Sie sie wiedererkennen? Was willst du hier? Du weißt doch, dass du nicht herkommen sollst. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Da habe ich unten die Wagen stehen sehen von der Polizei und von der Beerdigung. Ich hatte schon Angst, dass dir was passiert ist. Mir geht's gut, das siehst du doch. Naja, mir fällt doch ein Stein vom Herzen. Dann kannst du hier wieder gehen. Ich muss jetzt rein. Du hast doch gleich Feierabend, soll ich nicht warten auf dich? Ich hab dir doch vorhin am Telefon gesagt, dass es heute etwas länger dauert. Wollen wir nicht vorher bei mir? Schon wieder. Kartei durchachten? Ja, das machen wir vorher. In letzter Zeit, ne? Das ist halt so. Nein, im Moment nicht, danke. Wenn man einen Arbeitsplatz hat, dann muss man ihn auch halten. Aber davon verstehst du ja nichts. Vielen Dank, die Damen. Entschuldigung. Ihre Adressen haben wir ja. Vielleicht brauchen wir sie noch mal. Was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie hier in dieser Firma? Nein, nein, meine Frau arbeitet hier. Das ist die Sekretärin von Herrn Eppler. Ja, seine Sekretärin. Aber Sie? Was machen Sie hier? Ich wollte Sie nur abholen.
Sie haben gehört, was hier los war? Ja, ja, ich habe das gehört. Das hat mich alles sehr erschreckt. Ja, sehr. Es hätte ja auch... Ich meine, meine Frau, die hätte es ja auch treffen können. Bloß keinen Widerstand leisten, wenn sowas passiert, habe ich ihr immer gesagt. Das bringt nichts. Am besten sofort tun, was verlangt wird. Sie sprechen oft mit Ihrer Frau über Ihren Beruf. Ja. Nein, nein. Nicht so oft. Manchmal. Ganz selten. Tja, das ist jetzt 2 Stunden her. Oh, gut 2 Stunden. Was haben Sie da gemacht? Wo waren Sie? Ich bin zu Fuß hierher gekommen, von Eimsbüttel, so. Um 10 bin ich losgegangen. Ich wollte das Fahrgeld sparen, ich bin arbeitslos. Sie wissen ja, wie das ist. So ein Haufen Zeit, aber kaum Geld. Tja, das ist so. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ach, das macht ja nichts, ich habe ja Zeit. Wiedersehen. Ja, hoffentlich haben Sie bald Erfolg. Wiedersehen. Das ist der Mann von der Sekretärin Köck. Setz den mal auf unsere Liste. Bist du es, Erwin? Ja. Ich komm gleich. Ich hab's echt sonst? Abenteuer. Lass dir Zeit. Was? Du kannst dir Zeit lassen. Du kommst aber spät. Mann, bin ich kaputt. Das war vielleicht ein Tag heute. Aber fehlt dir was? Hast du Schmerzen? Was ist los? Ein Überfall. Fast 1,5 Millionen. Überfall? Im Kassenraum? Im Treppenhaus beim Transport. Gott sei Dank nicht bei dir. Davor habe ich immer die meiste Angst. In dem engen Kassenraum drehen die doch sofort durch. 1,5 Millionen. Ganz schöner Reibach, den die da gemacht haben. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Geld. Geld kann man ersetzen. Zahlt doch die Versicherung. Das Leben können Sie dem armen Teufel nicht wiedergeben. Sie haben dabei einen Mann erschossen. Ist ja furchtbar. Ist der aus deiner Firma? Ein Wachmann. Keine 30 Jahre alt. Hat immer das Geld bei uns geholt. Für ganze 2.400 Mark im Monat. Und was hat er jetzt? Ein paar Reden, ein paar Blumen und eine Witwe, die ein paar 100 Mark kriegt, wenn sie Glück hat. Schrecklich. Der arme Mann. Die arme Frau. Er hat's ja hinter sich. Du hast immer gesagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Also tu mir den Gefallen und hör auf damit. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Essen ist gleich fertig. Danke. Erwin. Ja. Warst du beim Arzt heute? Ja. Und was hat er gesagt? Alles in Ordnung. Ja, und die Befunde? Ich sag ja alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Ach, ich mach mir aber welche. Warum hast du mich nicht gleich angerufen? Ich wollte's ja, aber dann kam diese fürchterliche Geschichte dazwischen. Sagst mir doch die Wahrheit, oder? Mir geht es gut, solange du mich nicht verhungern lässt. Geht gleich los. Ich schau mal nach, was die Kartoffeln machen. Dein Mann steht immer noch da. Vorsicht, er sieht drauf. Jetzt habe ich aber genug. Ich gehe runter und schicke ihn weg. Bleib hier! Mein Bedarf an Aufregungen ist für heute gedeckt. Es fehlt mir noch, dass er hier raufkommt und Ärger macht. Der macht keinen Ärger. Selbst dazu ist er zu faul. Faul und arbeitsscheu. Seit Monaten schleppe ich ihn durch. Bitte lass das. Du, ich mag nicht, wenn du so über ihn redest. Er ist immerhin dein Mann. Das ist doch längst vorbei. Er bedeutet mir nichts mehr. Nicht so viel. Warum ist er heute hier? Sag mal, meinst du, der hat was gemerkt? Weiß ich nicht. Ist mir auch gleichgültig. Aber mir nicht. Du, wir können uns keinen Skandal erlauben. Sag mal, willst du, dass man uns auf die Straße setzt, ja? So geht das aber auch nicht weiter. Dieses ewige Versteckspielen, das halte ich nicht mehr aus. Du hast mir versprochen, dass du noch in diesem Sommer klare Verhältnisse Ich habe gesagt, dass ich erst finanziell unabhängig sein muss. Und wann ist das? Wenn ich nicht mehr auf die Launen von Sartorius Rücksicht nehmen muss.
Du sagst immer, wir brauchen nicht viel Geld. Wie lange geht denn sowas gut? Hm? Ich habe eine Ehe hinter mir. Weiß, warum sie gescheitert ist. Probier's aus. Wir werden ja sehen, was Sartorius dazu sagt. Ich wäre dazu bereit. Aber ich nicht. Denkst du, ich bin verrückt? Mach alles kaputt, was ich mir in 20 Jahren aufgebaut habe. Heißt das, dass wir ewig so weitermachen? Aber natürlich nicht. Ich meine, auch ich will klare Verhältnisse, aber dazu muss doch erstmal eine Basis da sein. Bis dahin bin ich eine alte Frau. Na. Wart's ab. Sigi. Wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch. Du wirst sehen, sowas geht manchmal schneller, als man denkt. Glaub mir, wird alles gut, hm? Und mach nicht so ein Gesicht. Kannst du das nicht verstehen? Ich will endlich richtig mit dir zusammen sein. Hm. Ja, es geht mir ja genauso. Aber ich brauche ein bisschen Zeit. Wenn alles klappt, wie ich mir das vorgenommen habe, dann sind wir Weihnachten aus dem Schneider. Ah. Wie meinst du das? Darüber möchte ich noch nicht reden. Ich bin abergläubisch. Vielleicht solltest du jetzt doch lieber gehen. Dein Mann steht immer noch da. Diese beiden noch. Den hier habe ich gefeuert, weil er im Dienst besoffen war. Oh. Den hier, weil er falsche Angaben gemacht hat. Sein Führungszeugnis war getürkt. Aha. Hat er gesessen? Ja. 4 Jahre, Raubüberfall. Ich dachte mich laus der Affolz, als mit seiner Vorstrafe rauskam. Um 1 habe ich es gehört, 1:15 war er draußen. Wo stehen denn hier die Personalnummern von den Leuten? Moment, hier 0225. Aha, und die Personalnummer von dem Mann, den Sie heute erschossen haben, Uwe Pommer? Moment, Uwe Pommer. Hier, 0222. Oh, sieh mal an. Nur 3 Zähler weniger als bei uns. Ja, die beiden haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Kann ich die Akten mal mitnehmen, um Fotokopien zu machen? Nicht nötig, können wir hier kopieren. Ah. Welche? Dann ist mal die. Kommen Sie, Lindner, helfen Sie mir dabei. Wissen Sie, ich verstehe immer noch nicht, warum Sie die Treppen genommen haben. Was denn sonst ohne Aufzug? Ich an Ihrer Stelle den Kundenfahrstuhl freimachen lassen. Und dann? Mit dem vielen Geld im Zickzack durch die volle Halle, ja, im Schlussverkauf. Die Treppe ist scheiße. Zu unübersichtlich. Ich habe mich genau an die Vorschrift gehalten. Ich mache Ihnen hier keinen Vorwurf. So, wir hatten keine Chance. Auf jeden Fall war der Überfall geplant und vorbereitet. Mit genauen Informationen. Irgendjemand hat die Kerle informiert. Wer? Tja. Der. Das ist die Frage. Ja, ist tot. Ich hab's verstanden. Er ist erschossen worden. Er lebt nicht mehr. Das scheint Sie ja nicht sehr zu berühren. Was erwarten Sie von mir? Dass ich in Tränen ausbreche? Soll ich einen Schreikrampf kriegen? Wir erwarten gar nichts von Ihnen. Ich habe Sie nur als Chef Ihres Mannes von seinem Tod unterrichtet. Sein Tod berührt mich nicht. Sie haben recht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar erwartet, dass es mal so kommt.
Kommen Sie, Herr Schaller. So viel Trauer bringt mich um. Wenn Sie Trauer suchen, dann gehen Sie doch in die Kanne. Da finden Sie eine ganze Trauergemeinde. Und an der Spitze der Wirt. Der kann sich nämlich jetzt sein Geld in Schornstein schreiben. Ach, hatte Ihr Mann Schulden? Schulden? Ganz Hamburg war hinter ihm her. Jeden Freitag ist er zu mir gekommen, hat so lange Terror gemacht, bis ich meinen Lohn rausgerückt habe. Warum haben Sie sich denn nicht von ihm getrennt, wenn er so ein Mistkerl war? Das habe ich versucht. 4 Tage Krankenhaus. Es ist viel Zeit, um nachzudenken. Als ich rauskam, wusste ich auch genau, was ich tun muss. Ich war fest dazu entschlossen. Wozu? Ihn umzubringen. Jedes Mal, wenn er mich geschlagen hat, wollte ich es tun. Ich habe es einfach nicht fertiggebracht. Das ist auch besser so. Ich habe gewusst, dass dieser Augenblick kommt. Und ich konnte es mir auch ganz genau vorstellen. Es tut uns leid, Frau Pommer. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann tot ist. Leider. Leider ist Ihr Mann tot, Frau Pommer. Tragen Sie es mit Fassung. Ihr Mann ist tot. Frau Pommer. Frau Pommer, kennen Sie diesen Mann? Sehen Sie sich das Bild mal genau an. Er heißt Bruns, Helmut Bruns. Sein ehemaliger Kollege von Ihrem Mann. Hat Ihr Mann jemals etwas von ihm erzählt? Na gut, da kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank und auf Wiedersehen. Bleiben Sie ruhig sitzen, wir finden schon allein raus. Gott, hast du mich erschreckt. Was tust du hier? Fritz, geh in dein Zimmer, ich brauche meine Ruhe. Nun geh schon. Was ist denn? Was willst du? Mit dir reden. Um diese Zeit? Weißt du, wie spät es ist? Ich muss morgen früh raus. Du kannst ja ausschlafen. Ich will mit dir reden. Aber nicht jetzt. Geh in dein Zimmer, lass mich allein. Reiz mich nicht, Sigi. Was? Du sollst mich nicht reizen, das ist nicht gut. Du hast ja wieder getrunken. Ja, ich habe getrunken und nachgedacht. Seit gestern Abend, die ganze Zeit. Es ist nicht recht, was du tust, Sigi. Du betrügst mich mit Äppler. Sag mal, spinnst du? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß es, Sigi. Ich weiß es eben. Und ich weiß auch, dass du mich verlassen willst. Aber das ist doch Unsinn. Ich denke nicht daran. Ich werde dich nicht verlassen. Nein. Nein, nein, du wirst mich nicht verlassen. Vorher bringe ich dich nämlich um. Warum sagst du das? Ich kenne dich doch. Du könntest sowas nie tun. Doch, Sigi. Ich glaube schon. Fritz, das ist nicht so, wie du denkst. Ich versichere dir, dass ich dich nie... Sei still, Sigi.
Du hast genug gelogen. Seit du mit Eppler zusammen bist, lügst du. Du würdest doch alles für ihn tun. Aber das ist nicht wahr. Er bedeutet mir nichts. Er ist mir völlig gleichgültig. Halt den Mund, Siggi. Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Deine Überstunden und deine Geschäftsreisen, das war doch alles gelogen. Ich war immer dabei, wenn ihr euch getroffen habt in den Hotels, wo ihr es getrieben habt. Und wo ihr über mich gelacht habt, weil ich so blöd bin und das alles nicht merke. Ach, Siggi. Das hättest du nicht tun dürfen. Das war nicht richtig. Aber dann habe ich mir überlegt, wie ich es euch heimzahle. Soll ich dir sagen, wie, Siggi? Willst du es hören? Nein, nein, lass mich zufrieden. Ich will nichts hören. Hast du Angst? Hast du Angst, ich könnte diesmal ernst machen und dir den Hahn abdrehen? Das sagst du doch bloß, um mir einen Schreck einzujagen. Das meinst du nicht wirklich? Ja, du willst mir einen Schreck einjagen. So. Meinst du? Bist du sicher? Ich hab doch nichts zu verlieren. Bitte, Fritz, beruhige dich. Ich bin ganz ruhig, Siggi. Morgen. Morgen, Fritz, werden wir über alles reden, ja? Wir werden uns aussprechen, ganz offen, ohne Lügen. Ich gebe dir mein Wort drauf. Aber jetzt geh bitte. Lass mich schlafen, Fritz. Bitte, Fritz. Bitte geh jetzt. Bitte! Ich bin nicht blöd, Siggi. Vergiss das nicht. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Alter! Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Und der Letzte? Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Danke, meine Herren. Ihr könnt ihn wieder wegbringen. Keiner dabei? Nein. Tja, das hat nicht viel gebracht. Das hat gar nichts gebracht. Ich habe die Stimme im Ohr, aber ich kann sie nicht... Nein, das ist eine zu große Verantwortung. Ich kann doch nicht jemand ins Unglück stürzen, nur weil er eine ähnliche Stimme hat. Ich war mir bei keinem sicher. Vielen Dank, Herr Lindner. Möglich, dass wir Sie noch mal herbitten müssen. Ja, natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, die Leute standen alle auf unserer Fahndungsliste. Hier. Was ist das? Das ist der Bericht von der KTU. Nicht viel, aber immerhin. Pommer ist mit einer P-38 erschossen worden. Na, das ist doch wenigstens etwas. Lass mich mal meine Antennen ausfahren. Vielleicht erfahren wir was Interessantes. Hallo, Bernie. Tag, Bernie. Tag, Kollegen. Na, wie sieht's aus? Hast du was für uns? Das Übliche und das ist wenig genug. Der Wagen ist gestern geklaut worden. Wir haben den Besitzer angerufen, der wusste noch gar nicht von seinem Glück. Wie sieht's denn mit Fingerabdrücken aus? Fehlanzeige. Jeder, der mal einen Krimi gesehen hat, zieht Handschuhe an. Hier, das haben wir zwischen den Sitzen gefunden. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Na, wie geht's dir? Ich habe die ganze Nacht versucht, dich anzurufen. Wo warst denn du? Zu Hause. Ich war im Bett. Bin gestern um 9:30 ins Bett gegangen. Ich war todmüde. Wovon? Von Lokalrunden in der Kanne? Sag mal, was soll denn das? Willst du mich anmachen, hm? War den ganzen Tag angeln. Den ganzen Tag an der frischen Luft. So, nur sag, was ist denn los mit dir, hm? Ich wollte es im Telefon nicht sagen, aber der Polizist gestern hat mir dein Foto gezeigt. Mich gefragt, ob ich dich kenne und ob du ein Freund von Uwe warst. Hat er das? Und was hast du gesagt? Ich hab gesagt, ich kenne dich nicht. Scheiße. Das war nicht klug. Ich wusste im Augenblick einfach nicht, was ich sagen soll. Außerdem wollte ich erst mit dir reden. Sag mal, wieso fragen die das überhaupt? Das hat doch mit der Sache nichts zu tun, oder? Natürlich nicht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich solche Sachen nicht mehr mache. Nie mehr. Das habe ich dir versprochen. Und wenn ich was verspreche, dann halte ich es auch.
Reg dich nicht auf. Ich hab's keine Sekunde lang geglaubt. Aber du hast es für möglich gehalten. Und wenn du es für möglich hältst, dann ist es für die Bullen wahrscheinlich. Dann geh zur Polizei und klär das auf. Wie denn? Für die bin ich doch latent verdächtig. Uwe war mein Kumpel. Ich hätte ja den Tipp von ihm haben können. Außerdem habe ich für so ein ähnliches Ding 4 Jahre lang gesessen. Und ich habe kein Alibi. Ach komm, wie passt denn das zusammen? Uwe ist doch bei dem Überfall erschossen worden. Na und? Ein Mitwisser weniger und ein Anteil mehr. Du bist unschuldig. Sie können dir nichts nachweisen. Natürlich nicht, aber Sie können mich einsperren, solange bis Sie den Richtigen gefunden haben. Wenn Sie ihn finden. Vielleicht hat dich jemand beim Angeln gesehen. Wie denn? Mitten im Schilf sieht mich doch kein Mensch. Was mache ich denn jetzt? Na, wenn du wegläufst, machst du dich erst recht verdächtig. Warte mal. Ich hab doch noch den Schlüssel. Für die Bude am See. Ich gehe einfach wieder ein paar Tage angeln. Keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Telefon. Ich spanne einfach ein paar Tage aus. Ich mache Urlaub. Lass mal, es hat keinen Zweck, er ist nicht da. Wie viele Tage bummelt ihr denn ab? Eine Woche. Eine Woche. Na dann, gute Nacht, Mami. Da können wir jeden Tag hier hinlatschen. Was machen wir jetzt? Lass uns doch mal in die Kanne gehen, vielleicht erfahren wir da was. Wie, hat denn der Wunsch schon so früh auf? Irgendeiner wird schon da sein. Muss doch was vorbereitet werden. Ja, das ist er. Kommt er oft hierher? Nicht mehr. Früher, ja. Aber jetzt lässt er sich kaum noch sehen. Geben Sie mal her. Was sind das hier? Die sagen das so komisch. Haben Sie mal mit dem Krach gehabt? Nee. Ich krieg nie Krach. Mit seinem Freund Pommer ist er zusammengerasselt. Pommer? Das ist doch der Mann, der gestern bei dem Überfall. Ja, den Sie gestern umgelegt haben. Furchtbar. Das war ein netter Kerl, der Pommer. Immer lustig. Und immer hoch die Tassen. Den mochten alle. Tja, nur der Bruns, der mochte ihn nicht, ne? Ja, weiß der Teufel. Plötzlich waren sie wie Hund und Katze. Die brauchten sich bloß zu sehen, schon ging's rund. Warum? Was ist denn passiert? Ach, wissen Sie, es wird so viel gequatscht. Besonders in so einem Lokal. Ich höre immer weg. Da rein, hier raus. Ja, trotzdem, ich meine, ein bisschen was wird da hängen geblieben sein zwischen den beiden Ohren, oder? Gerüchte. Nichts als Gerüchte. Ich bin nicht der Mann, der auf Gerüchte was gibt. Also nun sagen Sie schon, was sind das für Gerüchte? Na ja, dass sich Bruns, ja? Dass er sich an die Frau von dem Pommer rangemacht hat. Aber wie gesagt, Gerüchte. Sie machen mich noch ganz verrückt mit Ihren Gerüchten. Ja, wer kann denn sowas schon wissen? Hat doch keiner die Lampe gehalten bei der Frau. Und bei Bruns. Wissen Sie, wo Bruns jetzt ist? Keine Ahnung, auf seiner Arbeit, denke ich. Vielen Dank, da waren wir schon. Er hat frei. Alles nur Gerede. Gerüchte, die nichts beweisen. Am besten, Sie vergessen das Ganze, was ich da eben ja, gesagt habe. Ja, ich weiß. Lass mich doch von denen nicht aushorchen. Hier rein und da raus. Möchtest du einen Kaffee? Danke, nicht mehr. Hast schon genug ausgegeben. Ich freue mich so, dass es dir besser geht. Gar kein Vergleich. Hier sieh mal, wie ich die Finger bewegen kann. Und keine Schmerzen, überhaupt nicht. Keine Schmerzen. Das siehst du. Und du hast schon geglaubt, das wird nie wieder was. Ja. Ja. Hier geht's mir wirklich gut. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich dich allein lasse. Was redest du denn da für einen Stuss? Hauptsache, du wirst wieder gesund. Alles andere ist unwichtig. Alma, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich dich doch auch. Habe ich schon mal zu dir gesagt, das oder das musst du tun? Nein, nie. Warum fragst du? Weil du jetzt etwas tun musst, was ich dir sage.
ohne zu fragen. Du lieber Himmel, das hört sich ja schlimm an, als wenn du Schwierigkeiten hättest. Richard, hast du welche? Nein. Aber ich habe doch gesagt, du sollst nicht fragen. Für mich? Ach, Richard, das darf ich doch nicht. Einmal in der Pralinen-Schachtel ist ein Brief. An wen? An mich? Warum schreibst du mir denn? Erklär ich dir später. Hör es mal zu. Der Brief ist für dich. Aber du darfst ihn nur öffnen, wenn mir was passiert. Um Gottes Willen, was soll dir denn passieren? Nichts. Ist nur eine Vorsorge. Ich bin doch Tag für Tag auf der Autobahn. Da muss man sowas tun. Also versprich's mir. Nur öffnen, wenn mir was passiert ist. Komm, versprich's mir. Na gut. Versprich es. Schwör's mir. Schwör's. Du weißt, dass ich das nicht mag. Schwör's mir, bitte. Ich schwör's. Leg den Brief gut weg und sprich mit jemandem drüber. Das macht mich ganz unruhig. Willst du mir nicht sagen, was drin steht? Ich weiß nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl. Na, musst du nicht haben. Alles in Ordnung, bestimmt. So, und jetzt lass uns nicht mehr drüber sprechen. Weißt du was? Ich gehe noch ein Stück mit dir zurück. Bezahlt ist schon. Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Seit 5 Uhr wühle ich mich durch die Akten. Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass einer von uns bei dem Überfall mitgemischt hat, ist die Firma im Eimer. Einer von uns? Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Immer wieder stoße ich auf Bruns und damit auf Pommer. Wie lange sind Sie mit Pommer gefahren? Über ein Jahr. Da lernt man sich doch kennen. Was für ein Mensch war der eigentlich? Tja, was für ein Mensch war. Zuverlässig, hilfsbereit, kameradschaftlich. Hat nie Ärger zwischen uns gegeben. Halten Sie es für möglich, dass er an diesem Ding beteiligt war? Kann ich mir nicht vorstellen. Das halte ich für unmöglich. Unmöglich ist nichts. Kaputte Fahrstuhl, große Summe Geld, der Überfall im Treppenhaus. Sieht alles verdammt nach Plan aus. Seinen Tod hat Pommer bestimmt nicht geplant. Eher nicht, aber vielleicht die anderen. Überlegen Sie doch mal, ist doch logisch. Wenn man dem Mann, der den Tipp gegeben hat, abknipst, ist es doch für die anderen die halbe Miete. Sie geben also zu, dass Ihnen Herr Bruns bekannt ist. Dann kennen Sie doch auch sicher sein Vorleben. Er hat mal eine Dummheit gemacht, ja, und er hat dafür bezahlt. 4 Jahre lang. Ist das immer noch nicht genug? Die Geschichte von damals, die interessiert uns nicht. So? Wieso lassen Sie ihn dann nicht in Ruhe? Hat doch mit dem Überfall nichts zu tun. Trotzdem ist er plötzlich verschwunden. Ist nicht verschwunden, er macht ein paar Tage Urlaub. Aha, und wo? Das weiß ich nicht, er ist zum Angeln. Irgendwo an einem See. Frau Pommer, ist Ihnen eigentlich klar, dass falsche Aussagen sich gegen den richten können, den Sie schützen sollen? Ich will niemanden schützen. Aber Sie haben schon einmal nicht die Wahrheit gesagt. Da war ich total durchgedreht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tue. Ich war so aufgeregt. Aber heute sind Sie es nicht. Wenn Sie für Herrn Bruns was tun wollen, dann sagen Sie ihm, er soll sich bei uns melden. Ja, es ist besser, er kommt zu uns, als wir zu ihm. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Na, vielleicht ruft er Sie an oder er kommt vorzeitig zurück. Unsere Adresse haben Sie jedenfalls. Vergessen Sie sie nicht. Das wäre nämlich sehr schlecht, der Herrn Bruns. Schon gesehen, schon vor der Klinik. Was ist los? Spionierst du mir nach? Ich passe auf dich auf. Das scheint mir auch verdammt notwendig. Ich fühle mich zum Kotzen hier an. Hast du die Zeitung gelesen? 10.000 Mark Belohnung.
Dass sie keine Spur von uns haben, das steht auch drin. Wie ich dir gesagt habe, die tappen völlig im Dunkeln. Ist alles in Ordnung, keine Gefahr und dunkel ist durch. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Jeden Augenblick glaube ich, dass was Furchtbares passiert. Ich versuche dagegen anzugehen, aber ich schaff's nicht. Das verfluchte Warten. Das Warten macht mich fertig. Ich sitze da und kann nichts tun. Nichts tun ist das Beste, was du jetzt tun kannst. Ich muss weg hier an. Irgendwohin, wo man mich nicht kennt, wo man mich nicht findet. Ja, sowas gibt es nicht. Da kannst du so weit laufen, wie du willst. Hier werde ich aber verrückt. Ich habe das Gefühl, dass mich alle anglotzen, dass jeder weiß, was ich getan habe. Kein Wunder. Du schleichst auch herum mit das schlechte Gewissen in Person. Lass mich doch abhauen. Ich tauche unter, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Gib mir etwas Geld und ich verschwinde. Geld? Woher soll ich das nehmen? Aus unserem Versteck. Sag mal, du tickst nicht richtig. Das Geld bleibt liegen. Bis alles vergessen ist. Vorher gibt es keinen Pfennig. Aber das ist ein Fehler, Jan. Ich sag's noch mal, wir sollten abhauen, raus aus der Stadt. Wir hauen nicht ab, wir bleiben hier. Ich lass dich keine Sekunde aus dem Augen. Ich zieh bei dir an. Nee, das kannst du nicht machen. Das ist ein Fehler, das fällt doch auf. Da hast du recht, aber dich alleine zu lassen, wäre noch verrückter. Sag mal, das gibt's doch nicht. Die schreiben, wir hätten 1.360.000 Mark geklaut. In Wahrheit waren das 1.160.000. Da hat sich einer 200.000 Mark unter den Nagel gerissen. Auf unsere Kosten. Selbst die bescheißen. Störig. Na nein, kommen Sie rein. Was ist denn? Was haben Sie? Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch, es ist nur die Hitze. Die macht mir zu schaffen. Oben ist es heiß wie in einem Brutkasten. Kommen Sie, setzen Sie sich. Na danke, es geht schon. Nun seien Sie nicht störrisch, setzen Sie sich. Danke. Tut mir leid, dass ich Ihnen diese Umstände mache. Furchtbare Umstände. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein. Doch. Ist der Chef zu sprechen? Es ist wichtig, ich brauche seine Entscheidung. Da haben Sie Pech. Der Chef ist leider nicht da. Ach, das ist ja unangenehm. Wir haben wieder eine Menge Geld im Tresor. Und ich wollte Herrn Eppler fragen, ob ich nicht die Moneta anrufen soll. Rufen Sie doch an. Wer weiß, wann Herr Eppler wieder zurück ist. Vielleicht behält ihn die Polizei die ganze Nacht über dort. Die Polizei? Was macht er denn bei der Polizei? Na was wohl? Die verhören ihn. Herrn Eppler? Ja, Herrn Eppler. Und dann mich. Und dann Sie. Warum denn mich? Jeden von uns. Von irgendjemandem müssen die Ganoven doch ihre Tipps gekriegt haben. Doch nicht von uns. Natürlich nicht. Aber verhören tun die jeden. Die arbeiten halt so. Was können wir denn schon sagen? Wir waren noch gar nicht dabei, als... Wir haben doch alle... Westphal. Ich meine, wir alle waren doch... Was wollen die denn? Herr Westphal, nun fallen Sie mir aber nicht um. Herr Westphal, Moment. So, gleich wird's besser. Mein Gott, Sie waren ja wirklich zu lange in der Hitze. Das ist aber auch ein Wahnsinn, da oben direkt unterm Dach. Ist gut so? Ja, ist gut so. Ich fühle mich schon wieder besser. Nun bleiben Sie mal schön sitzen. Und wenn Sie wieder ganz auf dem Damm sind, dann bestelle ich Ihnen ein Taxi und lasse Sie nach Hause fahren, ja? Nein, nein, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht nach Hause. Ich muss doch das Geld übergeben, wenn die von der Moneta kommen. Danke, Frau Köck. Nochmals schönen Dank. Herr Westphal. Also Mensch, du, wir vertrödeln doch nur unsere Zeit hier. Ich ruf mal die Kollegen an und lass uns ablösen. Hey, jetzt warte mal. Die Pommer kommt bestimmt, die weiß doch genau, wo der Brunnen steckt. Also wenn die nicht kommt, dann frisst...
Schön, dass Sie endlich kommen, Herr Eppler. Ich warte schon auf Sie, schon seit Stunden. Es tut mir leid, Herr Köck, ich hab's eilig, ich muss ins Büro. Ein anderes Mal vielleicht, nicht böse sein. Es ist aber wichtig, ich muss Sie sprechen. Meine Güte, dann sagen Sie schon, was Sie wollen. Worum geht's denn? Nicht hier auf der Straße, können wir uns nicht im Moment setzen. Ich sagte doch, es geht nicht. Dazu habe ich nur wirklich keine Zeit. Sie sollten sich aber Zeit nehmen, Herr Eppler, es ist sehr wichtig. Wichtig für wen? Für Sie oder für mich? Für Sie. Es geht um Ihre Stellung, um Ihren schönen Job. Also, nun sagen Sie schon, was ist denn so wichtig? Ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Das ist mir egal, Hauptsache schnell. Gut, Herr Eppler, wie Sie wünschen. Sie betrügen mich mit meiner Frau. Was? Sie betrügen mich seit einem halben Jahr, Sie und meine Frau. Sie sind ja verrückt, wie kommen Sie dazu, sowas zu sagen? Das höre ich mir doch nie länger an. Ist es Ihnen vielleicht lieber, wenn ich meinen Bericht an Ihren Chef schicke? Ich habe alles aufgeschrieben. Alles. Das sind doch Hirngespinste, Sie fantasieren. Machen Sie mit Ihrem Bericht, was Sie wollen, falls Sie überhaupt einen haben. 2. Februar, Hotel zum Weißen Schwan, Zimmer 11, 19.10 Uhr Ankunft, 21.15 Uhr aufs Zimmer, 27 Uhr Abreise. Und um 11 hat mir meine Frau gesagt, sie sei auf der Hauptversammlung in Fulda gewesen. Sie sehen, Herr Eppler, keine Hirngespinste. Er weiß doch gar nichts. Das hier nicht, aber der Portier, der erinnert sich. Dafür habe ich gesorgt, verstehen Sie? 11. Februar, Hotel Deutscher Kaiser, Zimmer 3, angekommen um... Seien Sie ruhig, hören Sie auf damit. Ja, ja, natürlich. Warum soll ich es Ihnen auch vorlesen? Sie wissen es ja genauso gut wie ich. Und nun? Wie geht's jetzt weiter? Mein lieber Mann, damit wollen Sie mich fertig machen, ja? Das hängt ganz von Ihnen ab, Herr Eppler. Wollen wir uns nicht doch einen Augenblick setzen? Dann nehmen wir mal an, Sie schicken Ihren Bericht ab. Was ist denn dann? Gar nichts. Dr. Sartorius feuert Ihnen in den Papierkorb. Das glaube ich eben nicht. Er feuert Sie. Wie den Abteilungsleiter, der es mit seinen Verkäuferinnen getrieben hat. Das können Sie ja wohl kaum vergleichen. Außerdem leben wir nicht mehr in den prüden 50ern. Dr. Sartorius schon. Und das wissen Sie auch. Und darum haben Sie Angst. Was habe ich? Angst? Ja, Sie haben Angst. Das sehe ich in Ihren Augen. Sie haben Angst um Ihren schönen Job. So einen kriegen Sie nämlich nie wieder. Legen Sie endlich Ihre Bedingungen auf den Tisch. Was meinen Sie, Herr Eppler? Was für Bedingungen? Was verlangen Sie? Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Rühren Sie sie nie wieder. Gut, in Ordnung. Ich verspreche es meinem Wirt. Das wär's dabei. Bleiben Sie sitzen. Was denn noch? Ich dachte, wir waren uns klar. Ich habe Aussagen gehabt, Herr Eppler. Wie viel? Ich weiß ja genau, wie sowas läuft. Einmal ein Knacki, immer ein Knacki. Ich kann denen auch erzählen, was ich will. Die glauben mir sowieso nicht. Trotzdem geh zur Polizei und stell dich. Stellen? Ja, wieso soll ich mich denn stellen? Ich habe doch gar nichts verbrochen. Ja, wenn das so ist, dann beweist du doch damit nur, dass du nichts zu verbergen hast. Die sind dir gefolgt. Das ist unmöglich. Ich habe genau aufgepasst. Was machen wir jetzt? Dann geh zur Tür, mach auf. Es ist offen, kommen Sie rein. Guten Tag. Tag, Frau Pommer. Entschuldigen Sie, wenn wir Sie in Ihrem Urlaub stören, aber wir würden Ihnen gerne mal ein paar Fragen stellen. Bitte? Fragen Sie. Ja, hier geht das schlecht. Im Präsidium ist es leichter. Da können wir dann auch ein Protokoll aufnehmen. Ja, und deshalb möchten wir Sie bitten, dass Sie mitkommen. Ja, das klang doch ganz freundlich, ne? War das eine Einladung? Tja, wenn Sie so wollen. Na gut, dann gehen wir. Moment. Ich komm mit.
Wir nehmen unseren Wagen, wenn Sie nichts dagegen haben. Hab ich nicht. Wenn Sie mich wieder hierher fahren? Traudl! Es ist so. Genau so, wie du vermutest. Ich habe das Geld gestohlen. Nach dem Überfall, als alles durcheinander ging. Das glaube ich nicht. Ich kann es nicht glauben. Aber es ist so. Aber wie konntest du denn so etwas tun? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Man kann sich doch nicht so irren. Doch. Man kann. Ich habe das Geld gestohlen. 200.000 Mark. 40 Jahre lang bist du jetzt in der Firma. Hast dir nie was zu Schulden kommen lassen und plötzlich machst du sowas, Erwin. Warum? Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so über mich gekommen. Es war wie ein Zwang. Da lag der Sack mit dem Geld. 540.000 Mark. Es hätte auch der mit den 340.000 sein können. Sah genauso aus. Da habe ich die 200.000 herausgenommen. Und was ist, wenn das rauskommt? Hast du nicht an die Kinder gedacht? Nein. Ich habe nur daran gedacht, dass wir unser ganzes Leben lang immer rechnen mussten. Und dass ich da plötzlich die Chance hatte, alles zu ändern. Ohne Risiko. Man sagt ganz einfach, der Sack mit den 340.000 ist liegen geblieben. Niemand kann das Gegenteil beweisen, heißt keiner, der einen Verdacht schöpft. Warum hast du das gemacht, Erwin? Ich kenne dich doch. Da steckt was anderes dahinter. Sag mir endlich den wahren Grund. Ja, da ist noch etwas. Die Befunde sind nicht gut. Der Arzt meint, dass ich aufhören muss. Da habe ich mir ausrechnen lassen, wie hoch meine Rente ist. Lächerlich. Da hat man 40 Jahre lang geklebt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig man dafür kriegt. Wir werden damit auskommen. Wenn man älter wird, braucht man ein bisschen Geld. Willst du immer nur zusehen, wie die anderen sich alles leisten können? Lieber das, als das Geld behalten. Wir müssen es behalten. Ich kann es doch nicht zurückbringen. Ja, du nicht, aber ich. Lass mich nur machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das tun konnte. Seit ich das Geld habe, lebe ich wie in einem Albtraum. Du hast es gut gemeint, Erwin. Aber wir brauchen das Geld nicht. Wir sind bisher immer irgendwie ausgekommen. Wir haben uns. Es ist sehr viel. Mehr als die meisten haben. Das Geld kommt zurück. Mach dir keine Sorgen. Ich hol mir ein paar Zigaretten. Hier. Zu schwer, die rauche ich nicht. Du rauchst die. Du bist vielleicht eine Niete. So ein richtiges Arschloch.
Ich muss total bescheuert gewesen sein, als ich dich gekobert habe. Die ganze Sache war eine Nummer zu groß für einen Scheißer wie dich. Du halt aber die Luft an. Du hast mich genug angemacht, jetzt langt's. Ach was. Stimmt doch. Du bist eine Null. Und was für eine. Ich kann noch nicht verstehen, wie ein Mensch sich so verändern kann. Mein Gott, immer dasselbe, wie eine Gebetsmühle. Ich halt schon durch. Ist auch besser für dich. Ich meine, 38 ist doch kein Alter. Tja, Frau Pommer, Sie könnten dann jetzt gehen. Und Herr Bruns? Herr Bruns bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Weil er vorbestraft ist. Herr Bruns ist für uns ein Bürger wie jeder andere. Aber wir müssen nun mal alle überprüfen, die in unserem Raster hängen bleiben. Herr Bruns hat mit dem Überfall nicht das Geringste zu tun. Umso besser. Aber Herr Bruns war bei der Moneta. Und er weiß genau, wie so ein Job abläuft. Außerdem war er sehr befreundet mit ihrem Mann. Und der wusste ganz genau, wie solche Geldtransporte ablaufen. Die beiden waren schon lange keine Freunde mehr. Ja, das mag schon sein, aber trotzdem müssen wir ihm ein paar Fragen stellen. Das ist nun mal üblich bei einschlägig Vorbestraften. Aha. Also doch, wie ich es gesagt habe. Das macht man überall auf der Welt. Und wenn der Arbeitgeber davon erfährt, ist der Betroffene seinen Job wieder los. Das nennen Sie einen Bürger wie jeder andere. Guten Abend, Frau Pommer. Ach, Herr Lindner, da sind Sie ja. Kommen Sie, die warten schon auf uns. In unserem Keller ist eine ähnliche Akustik wie in dem Warenhaus gestern. Sie können sich eine Nummer aussuchen. Und die setzen Sie bitte mal auf. Und jetzt stellen Sie sich irgendwo dazwischen, wo Sie wollen. So, von mir aus kann es losgehen. Okay. Wir können. Na, kommen Sie. Keine Angst. Man kann Sie von hier aus nicht erkennen. Lassen Sie sich diesmal mit der Antwort zeigen. Ja? Bereit? Wir können. Dann fangen Sie da drüben mal an. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Der nächste. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Weiter. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Der nächste. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Weiter. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen! Weiter. Fallen lassen! Lass die Säcke fallen. So, und Sie noch? Fallen lassen, lass die Säcke fallen. Nochmal einen? Irgendeinen? Die vier nochmal. Dann machen Sie schon. Fallen lassen, lass die Säcke fallen. Nochmal? Oder irgendeine andere? Danke. So, Sie können sich draußen ausziehen. Ich kann es natürlich nicht absolut sicher sagen, aber... Ja? Die Stimme von dem mit der Vier, ich glaube, die war's. Die Vier? Ja. Seine ganze Art. Erinnert mich an den, der geschossen hat. Richard? Richard!
machst du denn noch hier? Ich war noch was essen. Und auf dem Heimweg bin ich hier vorbeigekommen und hab das Licht brennen sehen. Du warst den ganzen Tag weg. Ich hab mir Sorgen gemacht. Mach dir lieber Sorgen um deinen Mann. Sorg dafür, dass er nicht verrückt spielt. Sonst sind wir die längste Zeit hier gewesen. War er bei dir? Hat mir aufgelauert. Der war übrigens gar nicht so ängstlich, wie du mir immer einredest. Der wusste sehr genau, was er wollte. Und was wollte er? Dass ich die Finger von dir lasse. Wenn nicht, informiert er Dr. Sartorius über uns. Das hast du doch hoffentlich nicht ernst genommen. Und ob ich das ernst genommen habe? Er sitzt am längeren Hebel und vor allem, er weiß das auch. Der unternimmt nichts, niemals. Er hat mir auch gedroht und es ist nichts passiert, gar nichts. Nur wenn er betrunken ist. Er war nicht betrunken. Machen wir uns nichts vor. Hier geht's um unsere Existenz. Und was schlägst du vor? Was sollen wir tun? Ihn nicht provozieren. Er hat alles mitgekriegt. Und alles aufgeschrieben. Willst du damit sagen, dass wir uns besser trennen sollten? Ach, nur für kurze Zeit. Du könntest für ein paar Wochen zu Wegner gehen. Der braucht eine Sachbearbeiterin. Für mehr Geld. Was bist du bloß für ein Feigling? Ich habe nie etwas anderes behauptet. Für dich ist es natürlich der bequemste Weg. Du schiebst mich ab und die Sache ist erledigt. Was hast du mir nicht alles versprochen? Aber das war natürlich nicht ernst gemeint. Das war nur Spaß. Fabelhaft. Himmel, Herrgott, noch mal! Dein Mann erpresst uns. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen einfach tun, was er sagt. Meinst du, ich hätte sonst gezahlt? Er hat Geld von dir verlangt? 5000 Mark. Ja, geh zur Polizei und zeig ihn an. Könnte ich ja gleich zu Sartorius gehen. Nee. Sigi, wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt keinen anderen Weg. Das kommt dir alles sehr gelegen, was? Entschuldige bitte. Es tut mir leid, aber ich bin nun mal kein Held. Herrn Schöller, bitte. Ach so. Ja, ist denn niemand von den anderen Herren da, die den Kaufhausraub bearbeiten? Ja, dann geben Sie mir den. Hallo? Ich möchte eine Anzeige machen. Ja, Herr Kück, fassen wir alles nochmal zusammen. Sieht nicht gut aus. Vor dem Überfall haben Sie sich intensiv über den Geldtransport informiert. Sie haben deswegen Ihre Frau mehrmals angerufen. Nein, nicht deswegen. Ich,
Einmal, ich habe sie einmal angerufen, um sie zu fragen, wann sie nach Hause kommt. Und zweitens haben Sie für die Tatzeit kein Alibi. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wo ich war. Ja, aber leider kann das niemand bestätigen. Tatsache ist, Sie haben keins. Und drittens, das hier, das ist viel Geld, Herr Köck. Besonders für jemand, der keine Arbeit hat. Woher ist es? Woher haben Sie es? Na gut, wie Sie wollen. Jeder macht sich so viel Ärger, wie er will. Also, Tommy, dann nimm das Protokoll auf, aber nebenan. Ich habe genug von Ihnen. Okay. Kommen Sie, Herr Köck. Der war richtig froh, aus deinem Dunstkreis rauszukommen. Armes Schwein. Sag mal, die wievielte Spur war das? Die 207. Vergiss es, da ist nichts dran. Ja schon, aber das Geld, wo hat er denn das her? Ach, Köck ist nicht der Mann, der mit einer Bumme kassiert. Das ist anonyme Scheiße, Racheakt oder sowas. Das polizeiliche Kennzeichen lautet Hansestadt Hamburg, Trennung Cäsar Müllers 102. Es ist weg. Morgen früh kommt es an. Hoffentlich hast du nicht zu viel geredet. Wieso? Was meinst du, zu viel geredet? Ich meine, damit er dich nicht wiedererkennt. Ich habe ihm das Paket gegeben, er hat einen Stempel drauf gemacht, wie er es tausendmal am Tag tut. Ich frage ja nur so. Falscher Absender, ein Postamt am anderen Ende der Stadt und die Sonnenbrille. Wie soll er mich denn da wiedererkennen? Ach, Traude. Gott sei Dank, dass das Zeug weg ist. Ach. Hier, das ist er. Und das hier, das lag dabei, 10.000 Mark. Liebe Alma, wenn mir was passiert, dann geht zur Polizei. Sag ihnen, dass das Geld aus dem Kaufhausraub auf einer verlassenen Werft in Wilhelmsburg versteckt ist. Dafür kriegst du eine Belohnung. Leider ist das alles, was ich noch für dich tun kann. Liebe Richard. Den Brief hat er mir heimlich gegeben. Jetzt weiß ich auch, warum er hat Angst. Angst? Wovor? Fühlte er sich beobachtet oder direkt bedroht? Pepe, geh mal raus zu Tommy. Er soll feststellen, wie viele alte Werften es in Wilhelmsburg gibt. Und sag ihm, die müssen observiert werden. Alle, ab sofort. Na, so viel werden sie wohl nicht sein. Frau Pietsch, hat Ihr Mann Freunde? Nein, keine. Was? Keinen einzigen? Im letzten Jahr hatte ich nur einmal mit jemandem getroffen, kurz vor meiner Kur. Ich musste ihm sogar noch zureden. Mit wem? Wen hat er getroffen? Ein Kamerad von ihm aus der Bundeswehr. Ich habe den Namen vergessen. Aber vielleicht steht er auf der Rückseite von dem Bild. Was, Sie haben ein Bild von dem? Spurensicherung. Guten Tag. Tag, Kollegen. Da drin auf dem Tisch. Seht euch das mal an. Da haben gestern zwei gebechert. Den einen kennen wir, aber den zweiten, den brauchen wir. Nein, leider nicht. Kein Name. Darf ich mal sehen? Das ist er. Die beiden waren damals im selben Zug, glaub, oder wie es so heißt, aber nach der Entlassung haben sie sich aus den Augen verloren. Hm. Ist es möglich, dass sich die beiden mal getroffen haben, ohne dass Sie davon wussten? Das glaube ich nicht. Das hätte mir Richard bestimmt gesagt. Ach, Pepe, lauf doch mal durchs Haus. Vielleicht wurden die beiden gestern hier gesehen. Frau Pietsch, dank Ihrer Hilfe sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Ich weiß, das ist furchtbar für Sie, ganz schrecklich. Aber glauben Sie mir, wir finden den Kerl, der Ihren Mann umgebracht hat. Ja. Wissen Sie vielleicht auch seinen Vornamen? Jörn hieß er. Hier, Lindner, sehen Sie sich mal das Foto an. Kennen Sie einen der beiden? Wer ist das? Das ist Richard Pietsch, wahrscheinlich einer der beiden, die den Überfall verübt haben. Hat er ausgesagt? Nein. Er ist erschossen worden. Kenne ihn nicht. Und der hier? Vermutlich sein Komplize. Kennen Sie den Mann?
Haben Sie den schon mal irgendwo gesehen? Am Wagen beim Auf- und Abladen vielleicht? Nee, nie gesehen. Sicher? Ganz sicher. Das wäre ja auch unwahrscheinlich. Wenn der spioniert hat, dann ganz sicher nicht hier. Welchen Weg das Geld nimmt, das war für ihn wichtig. Ja, das ist richtig, aber wir müssen eben alles versuchen. Möchten Sie vielleicht jetzt einen Kaffee? Können wir einen Kaffee kriegen? Tut mir leid, Herr Eppler, ich muss gleich gehen. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Eppler? Ja, ja, der ist hier. Moment, für Sie. Ja, ja, ich weiß, das ist eine Chance von 1 zu 1 Million, aber vielleicht haben wir doch mal Glück. Und Sie erkennen das Geld wieder. Sehen Sie mal, die Scheine, die haben alle hier oben Löcher. Als ob die alle mal zusammengeheftet waren. Das gibt es nicht. Was? So viel Dusel kann doch kein Mensch haben. Bis jetzt haben wir nur Pech gehabt. Die Scheine waren tatsächlich zusammengeheftet. Und das macht nur ein Kunde, ein indisches Restaurant. Die sind das von drüben so gewohnt. Ja, ja, das Geld stammt aus dem Überfall. Vielen Dank. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ihr Kollege? Wiedersehen. Tommy hat den Namen. Der Mann, den wir suchen, ist Björn Hafner und dein Freund hat angerufen. Was, mein Freund? Dein V-Mann, komm, der wartet schon auf uns. Ja. Ich hab dir immer gesagt, wir sind hier nicht in Chicago. Hast du prima hingekriegt. Eine klasse Arbeit, muss ich schon sagen. Oh Mann, du hast doch gesagt, es kann nicht schief gehen. Ich Idiot, ich glaub das auch noch. Bitte wohin? Dazu brauche ich Geld. Gut, aber eins kann ich dir sagen. Mich wirst du nicht los wie Peach. Wenn du mich lenkst, lass ich dich hochgehen, dann kannst du dich drauf verlassen. Ich finde dich, ganz bestimmt. Guten Tag. Ja, was wünschen Sie? Ich brauche einen Ballermann. Ja, ich auch. Aber einen ganz besonderen. Eine P-38. Wieso? Ich verstehe nicht. Wer sind Sie? Jemand, der einen Ballermann braucht. Sowas habe ich nicht. Doch, doch, doch. Und soll ich Ihnen mal zeigen, wo? Kriminalpolizei. Mein Name ist Feldmann. Sie erlauben? Und ich? Ich heiße Schöller, nebenbei gesagt. Aha. Eins. Zwei. Ach, und davon haben Sie natürlich nichts gewusst, ne? Also Sachen gibt's manchmal, die glaubt man einfach nicht. Da kommt man direkt ins Grübeln, ne? Wieso grübeln? Ist doch alles ganz klar. Grober Unfug ist es jedenfalls nicht. Das wird eine lange Reise für Sie. So, und jetzt zeigen Sie sich mal ein bisschen kooperativ. Das zahlt sich nämlich aus.
Haben die beiden ihre Kanonen von Ihnen? Na, man, überlegen Sie doch mal. Wenn wir schon Ihr Versteck kennen, was glauben Sie, was wir sonst noch alles wissen? Was ist? Ach, der, ist Hafner. Hm. Und der andere? Nein, der nicht, war ein anderer. Wie heißt er? Na, den kennen Sie doch. Sie verkaufen doch nicht an Fremde. Nein, den kenne ich nicht. Nur den Hafner. Na gut, dann kommen Sie mal mit uns. Vielleicht finden Sie den anderen in unserer Kartei. Ja, nun machen Sie schon. Und ziehen sich was Warmes an. Ist nämlich eiskalt, der Wind, in dem Sie stehen. Ja, es gibt drei Werften, die in Frage kommen. Alle sind stillgelegt. Das ist die Remhagenwerft. Mhm. Das ist die Schlüterwerft. Und die dritte, die hat keinen Namen. Die hat er wohl gemeint, sonst hätte sie ja in seinem Brief erwähnt. Mhm. Aber Sie werden doch alle observiert, oder? Ja, ja, Logo. Peach ist tot. Naja, und den Hafner, den haben wir. Fehlt nur noch der Kerl, der den Tipp gegeben hat. Ja, dann fahr du mal zu Pepe und unterstütz ihn. Wieso? Fährst du nicht mit? Ich komm nach. Erstmal kümmere ich mich noch um das Herzchen da drin. Ja, okay. Das ist doch alles Tinne, Herr Hafner. Glauben Sie im Ernst, dass ich Ihnen das abkaufe? Ich hab doch gesagt, ich kenne ihn. Wir waren zusammen beim Bund. Naja, und danach, da habe ich ihn nicht wiedergesehen. Nie wieder. Bis gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag? Mhm. Tja, richtig, da habe ich ihn getroffen. Zufällig. Tja, wir haben ein paar Biere zusammen getrunken, von alten Zeiten gequatscht. Zufällig. Und wie lange? Tja, wie lange? Ich habe keine Uhr. Aber Sie wissen ja, wie das ist, nicht? Man sitzt und redet und redet. Die Zeit läuft einem davon. Von genau 3:30 bis 10:15, und zwar in der Wohnung von Peach. Der Nachbar hat sich gemerkt, wann Sie kamen. Sie und Peach. Und er hat Sie gesehen, als Sie wieder gingen. Sie allein. Ich hoffe, er kann auch beschwören, dass ich das war. Sie waren's. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf den Flaschen und Gläsern. Okay, ich streite das auch gar nicht ab. Wozu auch? Ich habe keinen Grund dazu. Na, nun machst du es immer halblang, Herr Hafner. Das ist eine uralte Ganoventaktik. Nur das zugeben, was einem gerade nachgewiesen wurde. Aber da liegen Sie bei mir falsch. Sie bleiben so lange hier, bis wir wissen, welche Rolle Sie in der Sache gespielt haben. Ich glaube nicht, dass der noch kommt. Wart's ab. Da gehe ich jede Wette drauf ein. Früher oder später tanzt er an. Man kann doch das Geld nicht hier lassen. Das Versteck ist ihm viel zu heiß geworden. Er hat das schon längst abgeholt. Bei dem Zirkus, den wir gemacht haben. Der weiß doch, dass der Hafner kassiert haben. Er hatte Zeit genug, um abzuholen. Nicht am helllichten Tag. Dafür ist viel zu viel Betrieb hier. Er wartet, bis es dunkel wird. Verlass dich drauf. Unterschreiben Sie bitte. Aber lesen Sie es vorher durch. Nicht nötig. Kann ich jetzt gehen? Gehen? Bei dem Stuss, den Sie uns erzählt haben? Kann ich doch niemand zeigen. Da werde ich doch entmündigt. Also auf ein neues. Ich kann Ihnen nur dasselbe sagen. Immer wieder dasselbe. Na schön, dann will ich Ihnen mal sagen, wie es gewesen ist. Peach wurde für Sie zu einem Risiko. Deshalb haben Sie ihn keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen. In dem Café in Bramstedt hat er Angst gekriegt. Er hat seiner Frau heimlich einen Brief zugesteckt, weil er wusste, dass er beobachtet wurde. Von Ihnen. Konnten nur Sie gewesen sein. Denn Sie haben ihn ja auch bis in seine Wohnung verfolgt. Da haben Sie allerdings einen eklatanten Fehler begangen. Sie haben einen oder mehrere über den Durst getrunken. Und als Sie aufwachten, war Peach weg. Schöner Mist, hm? Also haben Sie ihn gesucht, mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch. Und als Sie ihn gefunden haben, haben Sie ihn umgebracht. Nein, habe ich nicht. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Aber Mann, Hafner, Sie sind der Letzte, der mit Peach gesehen wurde. Ja, ich kann nur sagen, was war. Gut, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn gesprochen, mit ihm getrunken, aber mehr war nicht. Warum bitte? Warum soll ich ihn umbringen? Na, hören Sie mal. Ein Komplize, der zur Gefahr wird, ist das etwa kein Motiv? Und wenn Sie es 100-mal behaupten, ich war es nicht. Motiv hin oder her.
Es ist nicht die Wahrheit. Unser Gast ist da. Die Wagen sollen auf ihre Position gehen. Aber um Gottes Willen schieben, ich möchte keinen Laut hören. Adlerhorst an alle. Adlerhorst an alle. Das ist nicht wahr. Das wollen Sie mir einreden. Ich bin doch nicht verrückt und gebe etwas zu, was ich nicht gemacht habe. Nur, dass Sie einen Täter haben. Wir brauchen zwei, Herr Hafner. Zwei Morde, zwei Täter. Oder haben Sie beide auf dem Gewissen? Peach und den Wachmann. Ja, was denn noch? Habt ihr vielleicht sonst noch ein paar ungelöste Fälle? Nur her damit, ich übernehme die alle. So verrückt werden. Bitte, mit welchem Recht verdächtigen Sie mich hier? Weil Sie lügen, Herr Hafner. Sie haben Peach nicht zufällig getroffen. Sie haben ihn angerufen. Und zwar schon vor 4 Wochen. Ja, und das? Was ist das hier? Die haben Sie doch vorhin weggeworfen, weil die Pistole Sie verraten hätte. Das hat Ihnen aber nicht viel genützt. Wir haben Sie wieder rausgefischt. Und wir haben den Mann, der Sie Ihnen verkauft hat. Das ist wasserdicht, Herr Hafner. Ja, Sie sitzen ganz schön in der Tinte. Ja, das kann man wohl sagen. Mord ist teuer. Okay. Okay. Ich sag, wie es gewesen ist. Der Peach, der war völlig fertig, weil er den Wachmann erschossen hat. Er hatte Angst. Vielleicht noch 1-2 Tage und dann hätte er ausgepackt. Und darum hat der Kerl ihn umgebracht. Welcher Kerl? Der uns einen Tipp gegeben hat. Wie heißt er? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab den nicht gesehen. Der hat bei mir nur angerufen. Jetzt reicht's mir aber auch! Der große unbekannte Mensch, Sie sind doch bescheuert! Aber ich lasse mich doch von Ihnen nicht verarschen. Bitte, wenn Sie wollen, wir nehmen Sie gerne fest. Und zwar wegen Mordverdacht. Ich habe mit dem Peach den Überfall gemacht, aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Diese idiotische Ganoven-Ehre, die knallen sich gegenseitig ab, aber sie verpfeifen sich nicht. Lässt sich lieber noch einen Mord an. Ja, komm, komm, lass ihn doch. Natürlich weiß er den Namen, aber er braucht ihn uns nicht zu sagen. Den Mann im Dunkeln bringen wir schon ans Licht. Nehmen Sie die Hände hoch und gehen Sie auf das Licht zu. Kommen Sie raus, Lindner! Machen Sie keine Dummheit! Sie können nicht entkommen, es ist alles abgeriegelt! Setzen Sie nicht Ihr Leben aufs Spiel! Herr Lindner, hören Sie mich? Ich komme jetzt zu Ihnen, ich möchte mit Ihnen reden. Sehen Sie mich, Lindner! Lindner, sehen Sie mich! Keine Waffe! Lassen Sie mich rankommen, Lindner! Ich möchte mit Ihnen reden, das ist kein Trick! Sie haben keine Chance, wegzukommen! Legen Sie auf und kommen Sie raus! Nehmen Sie doch kein Risiko ein! Bleiben Sie, wo Sie sind. Kommen Sie nicht näher. Sie sollen stehen bleiben. Lindner, lassen Sie uns... Machen Sie, dass Sie wegkommen. Verschwinden Sie. Ein Schritt noch und ich schieße auf Sie. Bitte komm zurück. Lindner, zum letzten Mal. Nein, hören Sie auf zu quatschen. Ich will nichts hören. Gehen Sie zurück. Sie sollen abhauen. Hauen Sie ab. Verschwinden Sie. Okay, okay. Kommen Sie raus, Lindner, zum letzten Mal. Kommen Sie raus!
Kommen Sie auf das Licht zu! Nehmen Sie die Hände über den Kopf und kommen Sie auf das Licht zu! Ihr Schweine! Worauf wartet ihr? Erschießt da endlich! Schießt da! Geben Sie auf, Sie haben keine Chance mehr!